So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, die es gibt, nämlich fange Fische. Ich werde es euch hier mal gerade demonstrieren. Wo ihr Angeln finden könnt, ist ja wohl eigentlich ziemlich klar. Immer so in Küstennähe oder halt diese Fässer, wo halt die Angeln drin sind. Da könnt ihr entweder eine Harpune rauskriegen oder auch halt eine normale Angel oder sogar die seltene Angel. Hier geht es jetzt wirklich nur ums Fischefangen, also nicht in Fischschwärmen, sondern ganz normal Fische fangen, wie ich das eigentlich mache. So habe ich es eigentlich auch letzte Season auch gemacht. Wie es am schnellsten geht, ihr sucht euch einfach ein Gruppenkeil, ein stilles Örtchen und geht einfach hin und angelt. Und angelt und alle angelt. Wie ihr seht, zwei von drei habe ich jetzt, aber die Aufgabe geht natürlich immer weiter. Ich glaube, ich schätze mal, sie geht wieder bis 100 hoch. Also nehmt euch einfach mal kurz die Zeit, spielt eine Runde, sagen wir mal zwei Runden, vielleicht auch drei, bis ihr die 100 Fische zusammen habt. Und dann dürft ihr eigentlich auch da ganz easy die XP abgefarmt haben. Also, ne? Gefühlt war aber früher jeder zweite Angelversuch war ich. Ich? Haben sie es etwa geändert? Also so habe ich es früher immer gemacht. Ich kann euch natürlich auch gerne mit dem Video eines Besseren belehren, aber früher war eigentlich so zwei, dreimal Angeln, hatte man einen kleinen Fisch auf jeden Fall. Jetzt seht ihr gerade selber, gefühlt noch keiner. Einen hatten wir jetzt. Warte mal, ich lasse euch mal gerade live dabei. Aha, da ist der nächste Fisch. Und so seht ihr ja schon wieder 2200 Punkte. Gut, war zwar nur eine Tagesaufgabe jetzt, aber ich schätze mal, die große Aufgabe gibt es auch. Aber natürlich die Wahrscheinlichkeit, große Fische oder normale Fische zu fangen, ist natürlich in sogenannten Fischschwärmen viel, viel größer. Das machen wir jetzt gerade mal auf. Deshalb baue ich mich mal gerade hier rüber. Guckt halt wirklich immer so in Küstennähe, wenn ihr die Aufgabe unbedingt machen wollt, ziemlich schnell, um halt die Erfahrungspunkte schon zu sammeln. Geht einfach am Wasser entlang, guckt da, wo hier diese Schwärme sind und dann werdet ihr diese Aufgabe auch ganz einfach geschafft haben. So, dann würde ich erstmal sagen, danke fürs so lange Zugucken. Ihr seht schon, Fische sind schwerer geworden als vorher. Dachte ich nämlich eigentlich auch nicht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Natürlich gerne ein Abo da lassen, wenn ihr mehr geheime Aufgaben wissen wollt. Oder auch die normalen Aufgaben. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. Ja, haut rein. So, jetzt aber raus hier.